gleich wieder Fischschwärme hier einsammeln, ne? Wir sind wieder im alten Trott drin, Leute. Hier kenne ich mich aus. Das ist unfassbar schön. Ich konzentriere mich schon gar nicht mehr aufs Steuern. Ich genieße einfach. Ich finde die Musik absolut wundervoll. An manchen Stellen vielleicht tatsächlich so ein bisschen zu peppig und zu laut vor allem. Aber an sich echt wunderschön. Das ist ein großer Strudel. Los, Fischis, kommt mit mir durch den Strudel. Was kommt jetzt? Wieder so ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Ach, lassen wir es ein letztes Mal auf uns wirken. Ich gehe nämlich davon aus, dass das hier so langsam aber sicher der Schluss dieses Spiels ist. Thank you.
ist das cool. Ja, komm schon. Bam. Ich weiß echt gar nicht, was ich sagen soll gerade. Hier sind meine Rochen wieder. Oh, wartet. Ich glaube. Die Fische rasten aus. Gott, ich will überhaupt nicht aufhören. Ich bin gerade etwas unschlüssig darüber, was ich jetzt tun muss. Kann ich hier weiter? Nein. Kann ich hier weiter? Nein, auch nicht. Hier vielleicht? Aha. Oh. Ah, verstehe. Jetzt habe ich es verstanden. Oh, ich stehe drauf, wirklich. Eins nach dem anderen komme ich wieder. Guck mal, die Fische folgen mir. Das ist cool, die folgen mir. Hihi. Eine Fischpolonaise. Musik ist unfassbar schön. Wirklich, ich mag die sehr. Ich weiß nicht, was alle haben. Nein! Ah, ich habe ihn verfehlt. Egal. Ich glaube, damit habe ich am Ende meine Schuld beglichen. Thank you.
ist, wie die Fische ausrasten. Das ist voll süß. Ach komm schon, die Steuerung mal wieder, ey. Okay, das könnte jetzt ein bisschen kompliziert werden. Sekunde, ich brauche Anlauf. Und das. Oh, war das episch. Ich weiß nicht. Ich bin überwältigt. Wow. Oh mein Gott. Ja, komm. Mach das platt. Komm schon, das machen wir jetzt gemeinsam. So ein Blauwal ranhängen, wenn die da rausspringen. Kann ich das? Nein, 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 nein. Ich bin vorbeigeschwommen, scheiße. Nein, okay, ich glaube, es funktioniert nicht. Ich will mich nicht ständig wiederholen, aber es ist so wunderschön. Krass. Ist vorbei? Ja.
Reflexion. Wow. Ich wünschte, ich könnte den Ton ein bisschen leiser stellen. Kann ich aber leider nicht. Ja, Leute. Mein Fazit. Wo soll ich anfangen? Am Anfang habe ich mir gedacht, kann mich eigentlich gar nicht interessieren, weil keine Story und einfach nur ein bisschen rumgeschwimme und drum erkundschaften. Es hat mich sowas von überzeugt. Das war ein Auf und Ab der Gefühle. Wirklich von hocherfreut bis tiefste Angst. Ich habe Schreckmomente gehabt. Ich habe Momente gehabt, wo ich dachte so, boah, nee, das willst du jetzt nicht. Nee, lass ich jetzt. Ich mach das jetzt aus. Und es gab einfach Momente, wo ich echt kurz davor war, wieder zu heulen. Und ja, im Endeffekt, es gab eine Story. Und zwar auch eine, die ich richtig, richtig episch finde. Und ja, ich habe tatsächlich recht gehabt mit meiner Vermutung. Ich gehe auf die Story ganz gerne in einem extra Teil dann irgendwann nochmal ein. Ich würde nämlich ganz gerne auch irgendwann mal alle Meditationsorte finden. Ich glaube nämlich, da habe ich nicht alle. Und es gab auch noch viele, viele Dinge, die ich in diesem Spiel hätte entdecken können, aber nicht entdeckt habe. Es war ein Blind-Let's Play tatsächlich. Das heißt ja im Endeffekt, ich habe dieses Spiel noch nie gespielt. Was halt auch heißt, dass die Story für mich einfach so... Deswegen habe ich das halt auch so erlebt, wie ich es erlebt habe. Und ich bin so unfassbar froh, dass ich es blind gespielt habe. Alles andere hätte sich überhaupt nicht gelohnt. Da hinten sind die Wale. Oh mein Gott, das sind die Wale. Ja, wie gesagt, ich habe furchtbar viele negative Rezensionen zu diesem Spiel gelesen, die ich jetzt aber überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Ich hoffe, ihr versteht mich noch, denn die Musik ist wirklich verdammt laut. Der Soundtrack war zeitweise ein bisschen seltsam, muss ich zugeben. Einfach weil es zu hektisch wirkte für das Spiel. Aber alles in allem, gerade jetzt zum Schluss, muss ich sagen, absolut bombastisch, absolut passend. Und ja, wie gesagt, die Grafik ist jetzt nicht das überextremste an hoher Grafik, was der momentane Markt eigentlich zu bieten hat. Aber das, was die Grafik halt nicht hundertprozentig ist, ist halt die Schönheit dieses Spiels wieder so umso mehr. So, ne? Steht ihr ungefähr, was ich auch sagen will? Es ist einfach, gerade wenn es so in die tieferen Bereiche geht, tatsächlich sehr düster. Aber andererseits dann auch wieder so wunderschön. Und ja, ich kann es nur jedem empfehlen. Es ist ein sehr kurzes Spiel, das haben wir ja alle festgestellt jetzt gerade. Es sind irgendwie 5, 6 Parts vielleicht nur. Aber es ist wirklich ein Blick wert. Was ich an solchen Spielen immer ein bisschen schade finde, ist die Tatsache, wenn ihr das bei mir als Let's Play gesehen habt, lohnt es sich für euch fast nicht mehr, es zu spielen, weil ihr ja den Verlauf schon kennt. Aber hier muss ich sagen, ist auf jeden Fall ein Blick wert, einfach weil dieses Feeling da ist. Weil ihr das auch haben werdet, wenn ihr das zum dritten und zum vierten Mal spielt. Start Button to Exit. Ja, gut. Also, würde sagen, ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen. Ich bereue nichts. Und ja, hier kann ich nochmal beim Meditieren gucken. Ich habe diesen einen verkackten Ort da oben vergessen. Ne, den habe ich auch vergessen. Seht ihr? Oh Gott, hier, da. Wenn ich mir das jetzt nochmal so angucke, ne? Fürchterlich. Richtig krass. Okay. Kapitel. Ach, hier kann man die verschiedenen... interessant, interessant. Es gibt also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Kapitel. Oder ist das auch eins? Ne, 8 gibt's. Okay. Unfassbar gut. Unfassbar empfehlenswert. Wie gesagt, eine große Empfehlung meinerseits an alle, die solche Spiele mögen. Zeitweise sehr entspannt, zeitweise sehr auffühlend. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis
zum nächsten Mal. Ciao.